Gehört ihr auch zu den Leuten, die alles haben wollen? Also ich gehöre nicht dazu und in puncto Haut schon gar nicht. Ich bin froh, dass ich meine Akne hinter mir habe und jetzt muss ich mir um Fältchen Gedanken machen. Aber bei vielen Menschen trifft leider beides zu. Das heißt, einerseits haben sie nach dem Teenageralter immer noch Unreinheiten, Mitesser und Pickel und andererseits kommen jetzt Falten hinzu. Da stellt sich die Frage, wie lässt sich eine Hautpflegeroutine bei unreiner Haut kombinieren mit einer, die auch etwas gegen die Hautalterung tut? Pflegekonzepte werden hier auf den Prüfstand gestellt, denn für viele gehen Anti-Pickel und Anti-Aging nicht Hand in Hand. Ich zeige euch heute, dass es doch möglich ist. Heute geht es um die Hautpflege bei verschiedenen Bedürfnissen. Einerseits sind hier alle richtig, die immer noch mit Pickeln bzw. Hautunreinheiten zu tun haben, aber es sind auch alle richtig, denen es darum geht, ein klares Hautbild mit feinen, reinen Poren zu erhalten. Zudem sind hier auch alle gut aufgehoben, die im Sinne eines Well-Agings ein wundervolles Hautbild lange strahlend und schön erhalten wollen. Puh, 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 das ist eine ganze Menge, aber es ist möglich, wenn man es richtig macht. Und ihr werdet sehen, dafür braucht ihr gar nicht so viel. Heute geht es ganz konkret um die praktischen Aspekte, denn zu den Themen Akne, Spätakne, Hautalterung, Hautzustandstypen habe ich euch bereits ausführliche Grundlagenvideos gedreht. Schaut mal rein, sie sind eine gute Ergänzung zu diesem Video hier. So, jetzt haben wir das Dilemma, heikle Hautsituation. Und oft versuchen Betroffene, sowohl Frauen als auch Männer, die Ausbrüche von Pickeln und Unreinheiten mit besonders aggressiven, austrocknenden und harschen Reinigungsprozeduren zu bekämpfen. Und dann merken sie, ups, obwohl ich Pickel habe, ist die Haut ja total trocken und sie spannt auch. Und als Gegenmaßnahme wenden sie dann besonders fetthaltige Anti-Aging-Cremes an, die dann wiederum Hautunreinheiten triggern können. Das Ganze wird nicht selten Monate bis Jahre durchgezogen, immer wieder verschiedene Produkte ausprobiert und am Ende ist die Verzweiflung groß. Ohne Frage stellt dieser Hautzustand eine der größten Herausforderungen dar und deshalb habe ich euch heute hier ein paar super effektive Empfehlungen zusammengestellt. Maßnahme Nummer 1. Drückt mal die Reset-Taste. Habt ihr auch viele Produkte im Badezimmer herumstehen? Dann stellt euch doch mal die Frage, welche dieser Produkte habt ihr nur aus Werbezwecken oder Hoffnung gekauft und seid dann enttäuscht gewesen? Und welche helfen eurer Haut wirklich? Denn letztendlich sind nur 4 bis 6 Produkte notwendig. Ein gutes Reinigungsprodukt, ein Tonic, eine Feuchtigkeitspflege und eine Sonnencreme. Zudem könnt ihr das Ganze noch intensivieren mit einem wirkstoffreichen Serum und einer guten Augencreme. Beides besonders sinnvoll in zunehmendem Alter. Wenn sich in eurem Badezimmer solche 4 bis 6 Produkte befinden, mit denen eure Haut gut klarkommt, dann konzentriert euch erstmal darauf und lasst alles andere weg, also Masken, Spezialprodukte oder sonstiges Tralala. Bei der ganzen Verzweiflung wird oft nach dem Motto agiert, viel hilft viel. Das kann die Haut aber überlasten und ihren Zustand verschlechtern. Es bringt überhaupt nichts, viele unterschiedliche Produkte durcheinander anzuwenden. Vielmehr ist Skinimalismus angesagt. Weniger Quantität und mehr Qualität. Eine sanfte, ausgewogene Hautpflegeroutine, die die Haut in ihren Funktionen unterstützt, sie ebenmäßiger und reiner erhält und nicht irritiert. Zu den Routinemaßnahmen kommen wir auch gleich und eine Maßnahme, die dazu gehört, ist Nummer 2. Vermeidet unbedingt stark fettreiche Produkte und pure fette Öle. Der Mythos, reifere Haut, auch wenn sie unrein ist, würde unbedingt besonders stark fettreiche Produkte oder gar pure fette Öle benötigen, hält sich hartnäckig. Das führt aber zu falschen Pflegeroutinen und dazu, dass das eigentliche Problem nicht berücksichtigt wird. Und woran erkennt ihr jetzt unpassende Produkte mit zu hohem Fettanteil? Ganz einfach, ihr spürt es daran, dass sie nicht so gut einziehen, manchmal richtig aufliegen und die Haut noch verstärkt zu Ölglanz neigt, manchmal auch zu Irritationen und fettigen Schuppen. Außerdem können sich erweiterte Poren, Mitesser und Pickel verschlechtern. Jedes Produkt, das so ein schweres, fettiges Gefühl bzw. einen fetten Glanz hinterlässt, ist nicht geeignet. In der Regel ist bei reifer werdender Haut, die zu Unreinheiten, Pickeln und Mitessern neigt, nicht ein Fettmangel das Thema, sondern ein Feuchtigkeitsmangel. Nochmal zur Erinnerung. Fettmangel haben wir bei trockener, also fettarmer Haut. Pickel, Mitesser, Akne treten aber meistens beim gegenteiligen Hautzustand auf, auch bei reiferer Haut. Das heißt also insbesondere
bei öligen Hautzustandstypen oder auch bei Mischhaut. Und gerade bei solcher Problemhaut haben wir in der Regel eine gestörte Hautbarriere, die zudem noch Feuchtigkeit verliert. Insbesondere bei reifer werdender Haut, wenn auch die Regenerationsprozesse nachlassen. Klar wird die Haut im Rahmen des Alterungsprozesses oft auch fettärmer und trockener, in unterschiedlichem Ausmaß. Und das hängt natürlich vom erwähnten Hautzustandstyp und auch von den Einflüssen ab, denen die Haut unterworfen ist. Aber keinesfalls ist es ein Freifahrtschein dafür, zu stark fettreichen Produkten zu greifen. Auch nicht zu den stark fetthaltigen Nachtcremes. Dieser Fehler wird aber häufig gemacht. Schaut euch unbedingt diese Videos dazu an. Sie sind sehr wichtig und helfen, Fehleinschätzungen zu vermeiden. Die Lösung sind fettärmere, aber nicht fettfreie Cremes und Serien mit einer leichten, angenehmen Konsistenz und ausgewogenen, harmonischen Zusammensetzung aus Feuchthaltefaktoren und Fettmolekülen. Denn sie helfen öliger Haut, einen Wasserverlust zu rekompensieren, aber nicht durch zu hohe Fettanteile zu belasten und Unreinheiten zu triggern. Dazu kommen wir gleich noch. Und ich möchte euch noch vor einer weiteren Fehleinschätzung bewahren, nämlich, dass pure fette Öle alleine aufgetragen Feuchtigkeit spenden und Akne Haut helfen könnten. Nein, tun sie nicht. Im Gegenteil, sie können sogar zu einem Feuchtigkeitsverlust und einer Barrierestörung führen. Wohlgemerkt, das gilt nur für Öle in purer Form und nicht für hochqualitative Pflanzenöle als Bestandteile zusammen mit rückfeuchtenden Substanzen in gut ausbalancierten Pflegeprodukten. Für alle, die zum Ölthema tiefer einsteigen möchten, dem Warum und Wieso, gibt es natürlich auch ein Spezialvideo. Und alle, die meinen Kanal kennen, die wissen, dass sich hier die Inhalte ergänzend und aufeinander aufbauend zusammensetzen, sodass ihr immer die für euch relevanten Themen nachsehen könnt. Also, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann ist jetzt genau der richtige Augenblick, diesen Kanal hier zu abonnieren, um kein neues Video zu verpassen. Zurück zur Pflegeroutine beim Dilemma unreine Haut und Falten. Jetzt wisst ihr ganz wichtig, was kontraproduktiv ist. Aber was hilft denn nun? Und wie können wir Wirkstoffe zur Verzögerung der Hautalterung so integrieren, dass die Haut nicht überlastet wird und es nicht zu Breakouts kommt? Die Lösung lautet Maßnahme Nummer 3, die perfekte Hautpflegeroutine bei reifer Problemhaut. Ich habe mich viele Jahre mit dieser Problematik bei Tausenden von Menschen beschäftigt. Und wie manche von euch ja wissen, hatte ich früher selber Akne-Probleme. Ich werde manchmal gefragt, warum hast du eigentlich diesen beruflichen Weg eingeschlagen? Und bei genauer Betrachtung muss ich zugeben, es hatte sicher auch etwas damit zu tun. Und aus dieser umfassenden Erfahrung und meiner wissenschaftlichen Expertise heraus habe ich meine eigene Pflegeserie Sensa Pur entwickelt, die diese ganzen komplexen Umstände berücksichtigt. Deshalb baue ich sie auch in meine Empfehlungen mit ein. Und bevor wir jetzt die Schritte besprechen, ist es mir noch ganz wichtig, auf Folgendes hinzuweisen. Wenn ihr von eurer Hautärztin, eurem Hautarzt medizinische Produkte zur Bekämpfung einer eventuellen Akne verschrieben bekommen habt, dann haltet euch bitte an die Anwendungshinweise, setzt sie nicht eigenmächtig ab und ergänzt sie auch nicht durch Kosmetika. Denn die richtigen Hautpflegeprodukte sind zwar eine super Ergänzung einer medizinischen Therapie, insbesondere bei einer austrocknenden Akne-Therapie, aber niemals ersetzen sie eine medizinische Therapie. Jetzt lasst uns über die effektive Hautpflegeroutine bei reifer Haut, die immer noch zu Unreinheiten, Pickeln oder Mitessern neigt, sprechen. Den ersten Schritt und die absolute Grundvoraussetzung für alle weiteren Schritte bildet die richtige Reinigung. Sie soll gründlich, schonend, dabei aber nicht austrocknend oder irritierend sein. Und nun lasst mich mal Werbung in eigener Sache machen. Ich nehme dafür immer meinen Sensa Pur Reinigungsschaum. Darin habe ich alle genannten Kriterien zur perfekten Reinigung vereint. Diesen Schaum könnt ihr auch auf sehr sensibler Haut und in der Augenumgebung anwenden. Er enthält keine aggressiven Waschsubstanzen, keine Lauret- oder Laurylsulfate, sondern waschaktive Inhaltsstoffe auf der Basis nachwachsender Rohstoffe. Und sein pH-Wert ist mit roundabout 4,5 optimal für ein Reinigungsprodukt eingestellt. Wusstet ihr übrigens, dass der pH-Wert der Hautoberfläche mit dem Alter leicht höher, also weniger sauer wird? Das führt zur Schwächung der Hautbarriere und trägt zu den beiden Problemen bei, um die es heute geht. Nämlich einerseits zur Verstärkung von Entzündungen und Hautunreinheiten und andererseits zur Hautalterung. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass ihr bei euren Reinigungs- und Pflegeprodukten auf den pH-Wert achtet. Und bitte geht nicht irgendwelchen basischen Pflegeprodukten auf den Leim.
Und nach der Reinigung empfehle ich ein gutes Tonic. Ich nehme dafür mein Sensapur Balance Tonic, um den pH-Wert der Hautoberfläche nach dem Waschen weiter zu rebalancieren, Kalkrückstände abzunehmen und auch die Hautoberfläche gut zu durchfeuchten, damit sie besser aufnahmefähig wird für Wirkstoffe aus den nachfolgenden Pflegeprodukten. So, und wenn jetzt die Haut durch die Tonic-Anwendung gut vorbereitet ist für die nachfolgende Aufnahme von Wirkstoffen, dann empfehle ich ein Serum, natürlich ein wirkstoffreiches Serum. Und da könnte ich euch kein besseres empfehlen als mein Sensapur High Potency Serum. Es adressiert nämlich genau die Baustellen, über die wir gesprochen haben. Hautunreinheiten, reife Haut und Fältchen. Schon beim Auftragen merkt ihr, wie es quasi mit der Haut verschmilzt und einen wunderbaren Glow hinterlässt. Die Haut wirkt viel strahlender und vitaler. Wichtige Inhaltsstoffe für diese Pflegeschicht der Haut sind sogenannte Antioxidantien, also Stoffe, die als Radikalfänger dienen zur Verzögerung der Hautalterung und Verminderung von Entzündungen. Ich möchte dabei kurz nochmal das Niacinamid hervorheben, denn trotz der Unmengen an Wirkstoffen auf dem Markt erfüllt insbesondere Niacinamid im Hinblick auf unser heutiges Thema Hautunreinheiten und Falten gleich mehrere Vorteile, denn es wirkt elastizitätsfördernd, antientzündlich, barrierestärkend, aber auch talgregulierend und es hilft gegen voranschreitende Porenerweiterungen, Pigmentstörungen und Rötungen. Und nicht nur das ist in meinem Sensapur High Potency Serum enthalten, sondern es ist Teil eines genau aufeinander abgestimmten Wirkstoffcocktails zur Verzögerung der Hautalterung. Dazu gehören unter anderem auch ein Extrakt aus den Samen der indischen Mattenbohne als hochverträgliche pflanzliche Retinol-Alternative. Außerdem Lupinenprotein sowie ein besonders gut verträgliches Vitamin-C-Derivat und Tocopherol. Auf meiner Sensapur-Website findet ihr die kompletten Inhaltsstofflisten von allen Produkten. Außerdem Anwendungshinweise, ausführliche Beschreibungen der verschiedenen Hautzustandstypen, Informationen zu meiner Philosophie und meinem Werdegang. Schaut mal rein, ihr könnt mit all diesen Informationen auch eure eigene Hautpflegeroutine optimieren. Nach dem Serum empfehle ich eine Feuchtigkeitscreme bzw. einen Moisturizer. Hier ist bei der Problemkombi aus Hautalterung und Pickeln, wie schon gesagt, darauf zu achten, dass der Lipidanteil im Produkt nicht zu hoch ausfällt, damit nicht wiederum erweiterte Poren, Mitesser und Pickel getriggert werden. Andererseits muss ein gewisser hochwertiger Lipidanteil im Produkt vorhanden sein, um die Hautbarriere zu unterstützen und dem Verlust hauteigener Lipide entgegenzuwirken bzw. ihn auszugleichen. Aber ich betone nochmal, Lipide nicht im Übermaß, damit die durch Hautunreinheiten und Pickel geplagte Haut nicht noch mehr belastet wird. Ich empfehle dafür die Sensapur Essential Cream oder Essential Cream Light. Sie enthalten beide ausgewogene Anteile von Lipidmolekülen und Feuchthaltefaktoren, zudem Wirkstoffe wie zum Beispiel Bisabolol oder Zink-PCA, die antientzündlich, beruhigend, antimikrobiell und talgregulierend wirken. Und noch allgemein ganz wichtig, bitte vermeidet Duftstoffe in euren Produkten. Das kann zu Hautreizungen führen und ist völlig sinnlos in der Hautpflege. So, und wer möchte, kann in die Pflegeroutine noch eine Augencreme integrieren. Ich selber lege besonderen Wert auf die Pflege der Augenregion, weil sich hier Trockenheit und Fältchen besonders schnell zeigen. Deshalb habe ich dafür speziell auch eine wirkstoffreiche Augencreme entwickelt, die die Bedürfnisse der Haut in dieser zarten Region bis ins kleinste Detail erfüllt. Zum Schluss der Pflegeroutine kommt dann über alles noch ein fettarmer Sonnenschutz. Am besten nicht mit einem Lichtschutzfaktor unter 50. Ich arbeite gerade selber an einem Produkt und deshalb setze ich euch Empfehlungen anderer Marken in die Videobeschreibung. Noch ein Wort zur Tages- und Nachtpflege. Ich bin der Meinung, dass die Haut sowohl tagsüber als auch nachts optimal mit Wirkstoffen versorgt sein sollte. Das heißt aber nicht, dass man abends ein besonders fetthaltiges Produkt, meistens sind ja die Nachtcremes so konzipiert, anwenden sollte. Ich wende meine Produkte gleichermaßen morgens und abends an und ich möchte meine Haut nicht abends noch mit einer besonders fettigen Nachtcreme belasten und das empfehle ich euch auch. Zudem noch ein weiterer Tipp, wenn ihr erweiterte Poren auf der Nase habt, dann lasst doch diese Partie mal abends beim Eincremen aus. Ihr werdet sehen, es wirkt Wunder, bei den allermeisten zumindest. Kommen wir zu Maßnahme Nummer 4. Bei entzündeter, unreiner Haut helfen ab und zu beruhigende DIY-Masken, zum Beispiel mit Hafermehl.
Die Anleitung dazu findet ihr in diesem Video. Hafer besitzt sowohl antioxidative als auch entzündungshemmende, beruhigende und barrierestärkende Eigenschaften und ist deshalb sehr gut geeignet für Masken bei unreiner, alternder Haut. Ihr könnt euch natürlich alternativ auch Heilerde für Masken kaufen, die trocknet aber mehr aus und sollte dementsprechend nur auf den öligen Partien und nicht auf dem ganzen Gesicht aufgetragen werden. Maßnahme Nummer 5. Achtet auf die Ernährung. Auch die besten Cremes können nur begrenzt wirken, wenn wir nicht auf die Ernährung achten. Wir müssen bedenken, dass auch die Haut aus den Bausteinen besteht, die wir ihr mit der Nahrung zuführen und die dann in Struktur- und Funktionsmoleküle umgewandelt werden. Achtet darauf, weniger Fertigprodukte und mehr frische Sachen, Gemüse und Obst zu essen. Dabei gibt es ein paar ganz einfach umzusetzende Tricks. Und dafür habe ich euch schon eine Playlist mit meinen Ernährungstipps und auch Anleitungen für gutes Skinfood zusammengestellt. Schaut mal rein, die Tipps wirken auch für die Haut Wunder. Maßnahme Nummer 6 in einem Satz. Falls es euch betrifft, hört auf zu rauchen. Denn es fördert Faltenbildung und Pickel immens, mal ganz abgesehen von den anderen Problemen. Maßnahme Nummer 7, last but not least, vermeidet, wenn möglich, an Pickeln herumzukratzen oder zu drücken. Wenn es euer Budget erlaubt, dann gönnt euch ab und zu mal eine Ausreinigungsbehandlung bei einer Kosmetikerin oder einem Kosmetiker, am besten medizinisch ausgebildet. Das hilft auch, Narbenbildungen vorzubeugen, die gerne mal übrig bleiben, wenn man selber daran herummanipuliert. So Leute, wir sind am Ende angekommen. Das war's kompakt zum Thema Hilfe bei reifer Haut, die zu Unreinheiten neigt. Schreibt mir gerne weitere Thementipps in die Kommentare. Und passt gut auf eure wertvolle Haut auf, in jedem Alter. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Alles Liebe.